Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Gollum. Mein Nervenkostüm ist inzwischen langsam ein bisschen dünn, aber ey, wir machen noch weiter. Eine Folge geht jetzt ja doch noch. Wir haben ja die schlimme Szene mit den Orks überstanden und außerdem ist mein Engel Dunkel noch nicht leer. Also insofern muss es weitergehen. So, jetzt bin ich wieder an einer Stelle, wo ich nicht so wirklich weiß, wo es weitergehen soll. Ach, hier lang. Okay. Oh, jemine. Und jetzt... Da so rüber wahrscheinlich. Dann hier hin und dann mit so einem Rückensprung da so ran. Ja. Mega gut. Kommen wir da hin? Ja, natürlich nicht. Habt ihr es gesehen? Habt ihr gesehen, ne? Selbstverständlich kommen wir da nicht dran. Das wäre ja so einfach. Aber wahrscheinlich soll man da dran. Das war halt einfach nur wieder der normale Wahnsinn dieses Spiels. Man kann halt auch irgendwie versuchen, da so dran zu kommen. Aber, ja, könnte man auch mal machen. Warte mal, wenn wir jetzt da hingehen und jetzt so einen X-Sprung machen. Nee, dann geht's uns nichts. Wollte halt gerne an den anderen Baum ran, aber... Das wäre auch zu einfach. Wie würde ich das denn machen? Viel weiter, jetzt so wahrscheinlich. So? Oh je, das war aber sehr knapp. Dann müssten wir drumherum. Da so hin. Könnte. Nee, es klappt noch nicht. Noch ein bisschen weiter. So würde ich sagen. Nee, doch nicht. Ist ja klar. Dann versuchen wir doch nochmal den anderen Weg. Vielleicht ist das ja der richtige. So ganz genau weiß man es nicht. Könnte auch sein, dass wir hier jetzt einen Rücksprung machen müssen. Oh ja, da müssten wir lang. Ach so. Na dann. Muss man ja erstmal wissen, ne? So, dann so. So, und dann rennen wir den Baum eben hoch. Und los. So, dann... Eieiei. Oh, und nun? Du sollst da nicht rangehen, Gollum. Ja, ich habe jetzt leider keinen Plan, wie es weitergeht. Mal wieder nicht. Soll ich hier hoch? Nö. Auf der anderen Seite vielleicht rum? Oh ja, guck mal da. Ich hoffe, das ist so vorgesehen. Guck mal, hier können wir lang und da sind auch wieder Leute. Ich denke mal da lang. Okay. Und du? Weiter hoch. So. Ich hoffe da dran. Okay. Ich hoffe dahin. Oh, natürlich nicht. Oh, ich hab's überlebt. Leute, ich hab's irgendwie überlebt. Darauf erstmal noch ein Schlückchen, Prösterchen. Ganz ruhig. Ruhig. Was passiert hier jetzt? Loleth. Sei still. Sie bringen sich alle gegenseitig um. Ja. Wirf einen Stein. Lenk sie ab. Nimm die Waffe runter, ja? Lass uns reden. Du zuerst. Wen von beiden? Was? Den da, den mag ich nicht. Die andere ist lustiger. Okay.
Warum haben die sich jetzt gegenseitig umgebracht? Habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Sveagol, lauf! Wohin? Können Elben nicht trauen, aber es gibt keinen anderen Weg. Bitte. Bitte lass dieses Gesicht nicht das letzte sein, das ich auf dieser Welt sehe. Du stirbst nicht. Sveagol, geh! Okay, ich verpiss mich. Sei still. Einfach die Verlassung einleiten. Oh, sehe ich da wieder Orks? Ja, ja, ja. Bringt ihn der Tod oder bringt ihn der Zappel? Aber bringt ihn mir. Dann kommen den Orks. Hör ich immer öfter. Hier, richtig Stress hier. Das ist diesmal tatsächlich so vorgesehen, dass wir... Oh, oh. Ja, das sollte wohl nicht so sein. Das ist diesmal tatsächlich vorgesehen, dass wir so verfolgt werden. Ja, soll hier den Druck aufbauen, weißt du? Den Druck einer krassen Flucht, weil ihr seht, wir können ja nichts machen. Wir gehen hier rein und dann ist Eskalation angesagt. Ja, ja. Ja, wäre nett gewesen, wenn du halt hoch... Was passiert hier? Wäre halt nett gewesen, wenn er die Wand hochgelaufen wäre, aber hat er einfach gerade keinen Bock drauf gehabt. Da hat der Winkel wahrscheinlich nicht gestimmt, weißt du? Du musst auch den richtigen Winkel treffen, sonst geht es nicht, Leute. Sonst geht es nicht, ja? Also dieses Spiel, bei aller Liebe, das wurde ja, ich glaube, dreimal verschoben oder so, ne? Und ich bin ehrlich, ich glaube, wenn sie clever gewesen wären, man muss doch merken, du, das hat, glaube ich, keinen Sinn. Lass mal einfach sein. Lass uns das mal lieber nicht rausbringen. Lass das Projekt mal lieber. Lass mal lieber. Weißt du, so, das hätte man doch merken müssen, oder? Erstmal. Oder gibt es da jetzt echt jemand draußen, der sagt, also ich find's toll. Also bis jetzt muss ich sagen, holt mich voll ab. Seid ruhig ehrlich. Also kann ja sein, dass da jemand echt richtig Spaß und so mit hat, aber... Es tut mir leid, ich persönlich finde es einfach nur fürchterlich. Es ist eins der schlimmsten Spiele. Jetzt hänge ich hier fest und kann mich nicht bewegen. Es ist eins der schlimmsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Mit weitem Abstand. Nicht mal Ride to Hell Retribution, was schon richtig scheiße ist. Mit den Sexszenen, wo sie Klamotten anhaben und dieser absolut grenzdebilen Story. Nicht mal das war so kacke wie das hier. Hier ist halt einfach alles bescheuert. Die Story ist dumm. Das Gameplay ist scheiße. Die Welt sieht kacke aus. Es macht halt einfach alles überhaupt keinen Sinn. So komplett nicht. Wenn wenigstens das Gameplay irgendwie geil wäre, aber selbst das ist halt einfach nur richtiger Müll. Es gibt halt wirklich nichts, wo man sagen kann, ja, geilo. Also es hat wenigstens einen schönen Aspekt. Der einzige gute Aspekt, den ich dem Spiel geben kann, ist, dass der Voice Actor von Gollum gelegentlich, auch nicht die ganze Zeit, aber doch hin und wieder einen guten Job macht. Das war es dann aber auch. So, haben wir es geschafft? Puh, ich glaube ja. Wir sind, glaube ich, befreit. So, jetzt sollen wir da rüber. Und wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich da hinspringen. Ja, war klar. Das klappt natürlich nicht. Ist logisch. Nochmal. Kann ich mich irgendwie fallen lassen oder sowas, damit das besser geht? Ja, so. Sind sie weg? So mittelprächtig sind die weg. So nix hier weg, Gollum. Lass abhauen hier. Wir sind sie los. Fürs Erste. Oh, das haben wir auch verdient, Alter. Das haben wir aber auch verdient. Oh. Kurz Moment der Ruhe. Kurz in uns gehen und uns erfreuen. Die Ruinen am Tor. Erreiche das Tor der Ruinen. Hübsch ist es hier. Die Ruinen geschafft.
Ja, freu dich. Du bist nicht in Wacken, ne? Da. Ein nicht gekröntes Tier, aber es geht in die Richtung. Da brennt's ein bisschen. Da haben wir sie, die Ruinen. Ich denke, wir müssen ganz nach oben bis zu diesem Ball of Steel, wo Wasser rausläuft. Da sind Feuer. Kerzenmann und seine Orks. Wo ist Mel? Wir müssen näher ran. Zum Tor. Rätselmeister muss drinnen sein. Wir müssen ihr helfen. Die Blinde wird nie unser Freund sein. Ließ uns im Stich, wie der Graschneck. Aber vielleicht kann sie uns helfen. Ich mochte den Graschneck. Es tut mir auch immer noch leid, dass ich... Oh nein. Oh. Verlangen oder was? Ah ja, okay. Und hinauf! Gut zum Angeln. Toll. Bringt es dir aber kein Stück weiter, Junge. Was schön, dass du Haken gefunden hast. Toll. Lass es mir, Gol. 1A, Bruder. 1A. Und jetzt? Es führt hier lang und dann? Wo soll es hier weitergehen? Ja, da waren die Haken und mehr ist hier nicht. Hier geilert nicht weiter, nee. Muss anders gehen. Der Typ. Da drauf geschissen. Oh, mal gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Da, guck mal. Das ist ein guter Weg. Wir warten mal, bis er sich umdreht. Was weiß ich? Such weiter. Geh gleich da außen lang. Wir warten, bis er sich wieder umdreht und dann gehen wir außen lang. No. Hast eine echt stabile Laterne am Start, ne? Du wirst befördert, ne? Du bist der Lampenträger. Okay, jetzt geht er da lang. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann gehen wir halt hier lang. Töten Spinnen. Aber ich mag doch die Spinnen. Nach oben. Rauf ist gut. Ja, warte mal. Also wir müssen irgendwie rauf. Wohin das führt, ja? Was denn? Weiß nicht, wovon er redet, aber wir gehen einfach weiter. Moin. Das ist hier dieses große Labyrinth, wo wir die Zeichnung von gesehen haben. Dieses... Das erinnert mich sehr daran. Moin, Junge. Weitermachen. Danke. Was ist? Oh, scheiße. Was geht? Stabilen Kopf hast du. Sieht gut aus. Weitermachen. Dankeschön. Warten wir mal, bis er an uns vorbeigeht. In die andere Richtung wieder. Und dann gehen wir weiter da lang. Aber ich sag mal, wie es ist. Das sind halt so diese Art von Spiele, die holen mich nicht ab. Dieses jetzt hier warten... Dann trödelt er da lang. Jetzt gehen wir hinter ihm lang. Dann gehen wir ins nächste Gebüsch. Warten, dass uns da keiner sieht. Ist halt mega öde. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt chillst du wieder rum. Da kommt der nächste mit seiner Funzel. Ich laufe immer den gleichen Weg. Du musst einfach nur Geduld haben, denn Geduld ist hier die Tugend. Toll.
Mega gut, holt mich voll ab. Jetzt dreht der Eimer sich da gleich wieder um. Hä, wo muss war ich hier hin eigentlich schon? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich gehe mal mit meiner Funzel lieber da nochmal lang. Oh, scheiße. Ach, das war's. Oh, doch nicht. Ah, doch. Ja, komm, erwürg mich. Cool. Du warst für ein hässlicher Vogel. Danke, ich finde dich auch scheiße. Freut mich. Oh, wenigstens sind meistens diese Save Points fair. Meistens. Nicht immer. Aber meistens. Diesmal sind wir clever und gehen gleich hier hin. Oh, nicht wahr, oder? Wie Maden in einem Trog. Wie Maden. Hätte mich mal hoch von seiner Truppe gehen sollen. Du drehst dich um. So sind wir überhaupt hier. Irgend so ein verfluchtes Eldending für den Krieg. Der Hexer will es, sagt Orbak. Oh. Der hat doch schon eine von den verfluchten Elden geschnappt. Hört gar nicht auf, damit zu fahren. Orbak ist ein Narr. Versuchen wir es hier lang. Ein Narr ist er. Moin. Neise. Funzel hast du da. Neise, Funzel ist doch klar. Das sind nur die coolsten Typen hier, Alter. Das sind die coolen von der Schule, Alter, ich sag's euch. Geht er gerade weg? Ja, er geht gerade weg. Nice. Okay, haut ganz ab. Geil! Das habe ich gut gemacht, oder? Komm, können wir mal loben. Das war ja wohl timingmäßig optimal. Als würde ich nur solche bekackten Spiele spielen. Richtig nice. Der nächste Honk, ey. Müssen wir da lang? Ich glaube, ja. Der Nazgul sagt: Hör auf, mir Sachen zu erzählen, die ich schon weiß. Ihr wollt was Neues hören? Schön, wir hauen ab. Wir haben schon so viele Leute in diesen verfluchten Wäldern verloren. Und keine Spur von dieser Missgeburt. Der Kröte bin, der wir hier sind. Na schön, dann verschwinde. Aber es gibt eine Frage, die mich quält, Briska. Vielleicht kannst du sie mir beantworten, bevor du gehst. Was? Wo geht die Sonne auf? Aha. Kümmert mich das. Wir sind Uruks. Wir brauchen die Sonne nicht, um uns den Weg zu zeigen. Verspürt noch jemand den Wunsch zu gehen? Okay, Leute, ich hänge irgendwie fest. Mega gut. Jetzt schmeißen wir die Laterne hier aus. Wer ist da? Niemand. Einfach entspannt bleiben, Bruder. Jetzt schmeißen wir da noch ein Steinchen drauf. Doink. Und dann gehen wir hier durch. Jawoll. Ist der mit Mütze oder ohne Mütze? Mit Mütze. Gerade. Oh oh. Habt ihr das gesehen? Ich hab gar nichts gesehen. Och, verpiss dich doch, Junge. Wieso musst du mich jetzt erwürgen? Starr mich an, Sophie. Starr mich an mit deinen großen Augen. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Ja, Hahn ist gut. Alles entspannt, bitte. Ja gut, dann machen wir hier mal einen Break, würde ich sagen, oder? Ergibt Sinn, ne?
Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen, er erlöst mich für heute. Für heute ist auch echt genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr trotzdem auch, wenn ich mich aufgeregt habe, ein bisschen Spaß. Oder gerade deswegen vielleicht. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne. Unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Irgendwann wird dieses Spiel ja hoffentlich auch mal enden. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.